Und damit ein herzliches Willkommen zurück an dich nach einer kurzen Pause vor nach der Aufnahmestart zur nächsten Folge Minecraft Skyblock. Ja, weiter geht's. Ich hab's wieder verpennt mit dem Szenenwechsel. Ja. Und unser Haus ist wieder da. Das war im Pre-Intro gerade nicht da. So, wir gehen heute mal ausnahmsweise mal Schleims klatschen. Habt ihr euch in den letzten Folgen ja gewünscht. Zwei Schleimbälle. Das erste, was ich hier aus der Map raushole, zwei Schleimbälle. Und ja, wir gucken heute mal, ob wir das ganze Zeug hier fertig bekommen. Hätte nichts dagegen, wenn wir dann das Kapitel Baumfarm einfach alle mal beenden können. Wobei ich nach euren Kommentaren in den letzten paar Folgen so ein bisschen die Befürchtung habe, dass das irgendwie nicht so ganz hinhaut. Weil Schleim und General und spawnt und haut alles kaputt. Eventuell wird das Ding hier noch zu einer richtigen Todeszelle hier. Und nein, ich werde das Schiff jetzt nicht loslassen, weil ich weiß, ich stehe hier relativ nah am Abgrund. Und nochmal einen Tod mit der ganzen Erde brauche ich jetzt nicht. Ich könnte theoretisch jetzt schon mal bei bet365.com anrufen oder so, oder wie die heißen, dass ich hier hinten eh nochmal raufgehen werde, weil mich in den Schleim runterschubst. Müsste eventuell von außen dann nach innen bauen, weil außen spawnen sie nicht, da kann ich sie sehen. Wenn sie da irgendwas vorhaben. Komm, wir gehen nochmal Schleim klatschen. Ey, was geht? Nicht mal droppen tun sowas. Blödes Sau. Ja, nee, das war Klaus Kinski, aber okay. Na, bekommen wir es heute noch? Ja, so geht's natürlich auch. Oh, und da haben wir wieder ein bisschen Erdprobleme, wie es scheint. Gut, dann gehen wir eben nochmal tauschen. Wir haben ja unseren Dealer, Gott sei Dank. Der das immer ganz gut kann. So, let's run hier hinter. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, ich hoffe, wir bringen es in der heutigen Folge fertig. Wir sind jetzt bei 3 Minuten. Das sollte noch klappen. Und ein paar Slimes haben wir natürlich auch noch gekillt. Die wurden aufgrund von Inaktivität abgemeldet. Okay. Da macht mir mein Servermanagement wohl ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Das nehmen wir auch direkt noch mit. 1,5 Stacks, na, das reicht wieder nicht. Ich könnte so. Manchmal ist es ein bisschen zum Kotzen hier, ne? Gucken wir mal. Vielleicht reicht es ja doch. Weil ich das nicht glaube, aber eventuell ist unser Miner so gut. Baut in der Zwischenzeit uns noch ein bisschen Kobbel ab. So. Ganze Zeug hier zugepflastert. Ja, und gut, das kann nicht passen. Ich brauche für einen so Plot, sage ich jetzt mal, über ein Stack. Also das kann nicht hinhauen. Aber wie gesagt, eventuell haben wir einen effizienten Miner, der mal statt mit irgendwelchen Diamanten und Smaragden mal nur hier das Zeug hier farmt. Und da wird es eh gleich schon wieder Nacht. Also machen wir hier, verbraten hier noch unsere 38 Erde und dann legen wir uns nochmal ins Bett. Hallo Slime. Aber hier kann mir eigentlich nicht viel passieren. Der kann nämlich nicht runterkicken und begeht wahrscheinlich da hinten gerade sowieso wieder Suizid. Ach, jetzt haben wir hier vorne auch schon Slime. Hallo. Kannst du mir hier noch was tun? Nö. Yay, droppt zumindest mal was. Also schnell ins Bett, bevor das hier doch noch die zweite Mob fahren wird. Worauf ich nämlich jetzt nicht so viel Bock hätte.
rein hier, hoch hier. Und ab ins Bett. So, und wieder mal das Typische. Ich versuche jedes Mal, wenn er hier ins Bett geht, einen Schluck zu trinken. Nur, er schläft schneller, wie dass ich das Glas hebe. Gut. Let's go back. Und ich habe so die Befürchtung, das reicht nirgendwo hin. Und wenn ich mir das hier so angucke, bewahrheitet sich das, glaube ich. Denn das kann eigentlich schon nichts mehr werden. Baue ich jetzt mal so. Wie gesagt, da können mich die Slimes nicht groß runterkicken. Ja, und da geht mir die Erde aus. Von daher bleibt es wahrscheinlich nichts anderes, als mal gucken zu gehen, was unser Miner so macht. Ah, hier haben wir noch eine Erde. Aber mit einer machen wir halt auch nicht. Jetzt gerade den großen Start. Jo, okay. Let's have a look. Eventuell kann ich auch mal, so konnte ich mal über die Kommentare mal entscheiden, wobei auch nach 6 Minuten guckt eh keiner mehr. Soll ich hier das Ganze mal ein bisschen runterstellen, dass hier mal ein bisschen was anders rauskommt als eigentlich fast nur Erz? Denn irgendwie ist es ja dann doch auch, da ist mal ein bisschen unrealistisch, dass hier mehr Erz rauskommt wie alles andere. Und da, ich glaube, das mache ich auch mal zur nächsten Folge, stelle ich das Ganze mal ein paar Stufen runter. Ich glaube, irgendwo gibt es eine Config von dem Plugin, dass das Ganze dann kann. Und wir sind jetzt bei 7 Minuten, dann würde ich sagen, wir verbraten jetzt einfach mal die Erde und das Ding wird nicht fertig. Und wir machen dann das nächste Mal weiter. Okay, wir haben hier aktuell Background-Musik, Intro- und Outro-Musik von Danny Jeston. Wer ihn kennt, Grüße gehen raus. Ups. Gut. Ja, ich sehe, das wird wieder nix. Von daher, wie gesagt, wir machen hier das nächste Mal dann weiter. Jo, das war es soweit. Von daher machen wir heute mal ein bisschen früher Schluss. Ich gehe noch wieder ins Haus, da wo ich auch hingehöre. Obwohl, ne, ich wollte gerade noch den Slime töten, aber der begeht wieder lieber Suizid, bevor ich komme. Und von daher bedanke ich mich bei dir schon mal fürs Zuschauen. Ich laufe noch hier hinter ins Haus. Machen wir so. Dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal und tschüss. Was gerade ist die Outro-Stelle von Danny Jeston. Outro geklaut.